Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS15 mit dem RAM. Ja, wir haben ja natürlich in der letzten Folge versucht, die zwei Schnitzelteile hier aufzusammeln mit dem Front-Auflade-Holzstück-Festhaltgerät und ja, es ist uns leider etwas abhanden gekommen, also dieser letzte Baumzipfel hier ist weggerollt und ich lege den mal vorsichtig hier hin, denn ich möchte jetzt die beiden zusammen aufnehmen und ich hoffe, mir gelingt es. Na, machst du zu? Hallo? Oh, das sieht nicht danach aus. Nee. Das war ein Satz mit X. So, nochmal langsam hier. Vor, runter. Genau. Na. Gehst du... Hallo? Nein. Jetzt. Genau. Stopp, 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 stopp. Zu. Ja. Genau so wollte ich das haben. Sehr schön. Und zurück zu unserem Anhänger. Der ist natürlich mittlerweile sehr gut gefüllt. Ist jetzt die Frage, ob wir an dieser Stelle noch ein Bäumchen mit drauflegen oder sagen, hey, es ist Schluss. Halt, das war zu weit. So. Genau. Halt. Wir sind etwas schräg. So, jetzt. Und aufmachen. Halt. Und abrollen. Okay. Ja, mich reizt es natürlich schon noch, hier einen Baum zu fällen. Komm, einer geht noch. Einer. Nicht wieder zurückrollen. Wir nehmen den ganz großen hier. Ja, hahaha. Achtung, Leute. Baum fällt. Und zwar genau jetzt. Zack. So. Ja, und dann, wenn wir den jetzt aufgeladen haben, werden wir das Ganze zum Sägebahnhof bringen, nicht wieder zum Güterbahnhof. Das, ja, wird uns eine Lehre sein. Zack. Nein, so nochmal zurück. Falls da irgendwie einen Tipp, oder einen Trick gibt, wie man diese Äste mit einmal, ja, wegbekommt, also diese Stämme hier entästet, ja, und jetzt sagt nicht mit dem gelben fetten Ponzeteil oder wie das Ding hier heißt. Das weiß ich auch. So, sondern ich meine das halt wirklich jetzt hier zu Fuß, mit der Säge, mit der Forstsäge. Forstsäge, Kettensäge. Forstsäge. Okay. Ja, und das ist auch ein schönes Add-on hier mit der Anzeige, damit wir hier immer die richtigen Abstände bei haben. So macht das Arbeiten Spaß. Okay, dann rein in die gute Stube und laden wir die... Achso, halt, das kann ich erstmal ausschalten. So. Weiter geht's und unsere Fahrer sind auch fertig, okay. Da lade ich mal schnell hier
dieses Bäumchen auf und schaue sofort nach, wie weit die anderen sind. Genau, so, bleibst du kurz stehen. Oh, das ist schwer. Egal, du musst jetzt erstmal kurz warten. Sehr schön. Dann können wir dich hier entlassen. Diesmal sieht das sogar ganz gut aus, ich sag mal hier mit den... Naja, obwohl... Es ist etwas besser als beim letzten Mal. Halt, nein, das wollte ich nicht, das auch nicht. Ja, genau, ich wollte aufs Klappen. Fahren wir nochmal sicherheitshalber einmal so quer drüber. Oh, ja, jetzt weiß ich, warum ich den anderen damals genommen habe. Der ist etwas schwach auf der Brust für diese Mähmaschine, ja genau, für die Sämaschine, aber es geht schon. Wir wollen ja hier keinen Schönheitspreis gewinnen und da hinten steht unser guter Düngerstreuer. Okay, halt. Na komm. Ja, es ist nicht ganz so schnell. Ich denke mal, für dieses Feld wird er hier dezent länger brauchen. Warum will der denn nicht schneller fahren? Ah, jetzt. Okay. Ich habe vergessen, die Sämaschine anzuheben. Deswegen ist er gerade hier nicht aus dem Knick gekommen. Aber okay, passt schon. Alles im grünen Bereich, so gehen wir jetzt hier auf das Feld. Oh, stopp, 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 zurück. So. Und auch hier müssen wir wieder das Fensterchen aufmachen. Das machen wir kurz weg. So, dich können wir jetzt löschen. Es bleibt nach wie vor auf Düngen und Säen, aber wir schnappen uns jetzt hier das Feld 20. Wir fangen im Südwesten an und fahren nach Norden. Genauso schaut's aus. Lassen wir das auch an. Ja, das ist okay, das ist okay, das brauchen wir nicht. Ja. Okay, dann einmal kalkulieren bitte. Wunderbar. Dann abspeichern. Das ist einmal säen. Was waren das jetzt? 6 Meter. Feld 15. 20. Weil es sind ja jetzt zwei Felder zusammen. Okay, das können wir wegmachen. Das können wir wegmachen. Und los geht's. Halt. Was haben wir hier jetzt verkehrt? Sämaschine mal kurz ausmachen. Habe ich mich hier beim Start verklickt? Warum hat der jetzt wieder nach links gezogen? Ah. Na komm. Ja, das ist halt, wenn man zu untermotorisierte Traktoren verwendet. So, noch einmal drehen. Und hier bitte wieder schön anfangen. Am nächsten Wegpunkt. Ja, hat er doch gemacht. Okay. Na? So, jetzt aber hier. Einmal Feuer, bitte. Und los. So, jetzt hat er es gefressen. Gut. Sehr schön.
Nein. So, der ist fertig. Was ist noch hin? Oh, 666 Liter. Uiuiui. Okay, dann einmal lösen. Fahren wir nochmal kurz so prophylaktisch drüber. Ich meine, das reißt es jetzt natürlich nicht raus, ne? Aber ja. So ordentlich, wie ich auf der einen Seite bin, so, ja. Vernachlässigen bin ich dann halt auch auf der anderen Seite, wenn da mal ein bisschen Stroh rumliegt und so. Aber egal, das passt schon. Dann können wir den jetzt hier wieder abschalten. Abschalten. Abstellen. Vorher natürlich noch auffüllen. Und dann ist es auch wieder geritzt hier. Einmal schön dagegen fahren, oh, ich sehe nichts. Und einmal da hinten dagegen fahren, ja. Wo hat Ram eigentlich seinen Führerschein gemacht? Das würde ich auch gerne mal wissen. Aber egal. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wieder aufzuladen. Oh Mann. So, jetzt aber. Das geht ja doch relativ zügig. Dankeschön. So, und du darfst jetzt erstmal hier stehen bleiben. Stellen wir dich mal mit hier so quer drunter. Genau. Und bringen wir jetzt die letzten Stämme. Oh, wieder schnell bremsen. Bremse, bremse und zurück. Das ist natürlich auch relativ lustig. Ups. So, jetzt aber. Und auf damit. Oh, werf das ja nicht drüben runter. Ich sehe schon. Das wird jetzt lustig werden, die letzten Stämme noch hinten drauf zu bekommen. Aber die müssen noch mit drauf. Soll ja hier alles schön werden. Und da haben wir natürlich schon, wie wir hier sehen, ganz schön was weggeholzt. Das werden wir natürlich dann auch wieder aufforsten, wenn man das so nennt. Also wieder mit Bäumchen bepflanzen. So. Und einmal drehen. Ja, ich bin schon dabei zu überlegen, was wir dann mit dem Geld holen werden. Ich habe euch ja in der letzten Folge gesagt, jetzt als nächstes kommt auf jeden Fall das Feld dran. Das haben wir natürlich geholt. Das ist. Oh. Na? Wer wagst dir? Okay. Schwein gehabt. Also, das Feld haben wir uns natürlich geholt und ihr wisst ja, die 23, das ist nicht gerade ein kleines Feld. Ich denke mal, da werden wir dann hier wieder richtig gut Kohle machen. Auch da wird es dann so laufen, wenn dann die Maschinen auf dem Feld unterwegs sind, werde ich hier Bäume fällen. Ich denke mal, das werde ich dann beim nächsten Mal im Offscreen machen. Das muss ich nicht nochmal zeigen. Wir haben jetzt in den letzten Folgen oft genug, ja, Forstarbeit auf dieser klassischen Art und Weise erlebt. Und ich denke mal, das passt dann auch schon so weit. Na, wenn ihr dann natürlich unbedingt das Ganze nochmal sehen wollt, dann werde ich das in den nächsten Videos natürlich mit reinverpacken. Allerdings haben wir ja in der Forstwirtschaft noch eine ganze Menge mehr zu sehen, zu erkundschaften, als nur jetzt hier mit der Kettensäge Bäume fällen und wegbringen. Ja, denn
die ganzen Schnetzelgeräte hier für die Holzhackteile, wie nennt man das? Hackschnitzel und so weiter und so fort. Das haben wir natürlich hier an der Stelle noch nicht im Einsatz. Wird aber, denke ich mal, auf jeden Fall noch mit reingenommen. Bloß ist es natürlich auch immer ein langwieriger Prozess. Ihr seht das ja hier, diese einzelnen Schnipsel dann einsammeln. Wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe ja auch extra deswegen die Bäume bei unserer erstmaligen Holzfäller-Aktion ja direkt auf diesen Hänger hier verfrachtet und habe sie nicht klein geschnipselt, weil das, ja, denke ich mal, würde hier Jahre dauern. Und das möchte ich euch nicht antun. Ups. So, einmal drauf. Okay. Das war der letzte Ast. Ast. So, jetzt werden wir das Gewicht abkoppeln. Okay. Danke. Ja, man sollte erst hingucken, was man an. Nein, nein. Erst hingucken, was man abkoppelt und dann fahren. Aber das ist ja immer so eine Sache mit dem RAM. Okay. Was mich an der Stelle mal brennend interessieren würde, was interessiert euch denn am LS15 so, ja, am meisten? Wie gesagt, es kommt ja bald LS17 raus. Es dauert ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur noch wenige Wochen, Monate. Dann kommt ja schon der Nachfolger. Und, oh, wehe, du fällst hier runter. Okay. Jetzt, halt. Wir wollen ja die Umwelt schonen. Genau. Schön ausmachen. So, ja, also wie gesagt, was gefällt euch denn am meisten? Es gibt ja eine breite Palette. Oh, ups, einmal voll gedreht hier. Das würde mich brennend interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Da können wir ein bisschen drüber quatschen. Ups, wo bin ich jetzt drüber gefahren? Okay. Nein? Ja. Ja, schauen wir mal. Also ich werde auf jeden Fall mir den neuen LS17 zulegen. Schauen mal, was dann so auf uns kommen wird. So, haben wir jetzt hier hinten alles schon? Ne, hier ist noch einer. Wo sind jetzt hin? Ah ja. Genau, so, sehr schön. Und sonst hier war jetzt, glaube ich, nicht nochmal einer, oder? Man sieht das so schlecht. Ich hätte das wirklich weiter oben absägen müssen. Aber da geht uns ja dann noch so viel verloren. Okay, werfen wir nochmal ganz kurz hier einen Blick darauf. Ja, nee. Okay, das passt alles. Dann können wir dich an der Stelle hier wieder ausmachen. Und wir fahren unser Holz weg. Tada. So, wo müssen wir denn jetzt am besten hinfahren? Ja, fahren wir hier unten nach links und dann einfach die Straße runter. Okay. Oh, das schiebt schon von allein. Ich muss gar nicht Gas geben. Ganz vorsichtig. So, ja, Differential haben wir gesperrt. Allradantrieb haben wir an. Das könnt ihr sehen. Hier ganz rechts unten mit diesen drei, ja, gelben Zeichen. Das sind keine Kreuze, ich denke mal, das sind diese Getriebezeichen.
Von daher, genau, fahren wir erstmal so. Es geht leider nicht schneller. Ist wirklich sehr schwer, der Anhänger. Genau, und die Mod für diese Möglichkeit zur Allradaktivierung und Differentialsperre ist die bekannte Drive Control von Upside Down. Hervorragendes ja, Feeling bekommt man dadurch. Also man merkt auf jeden Fall den Unterschied, ob man da was hin und her schalten kann oder nicht. Wo war ich jetzt? So, komm, wir fahren geradeaus. Wir fahren die nächste erst ab. So, schön nach links und rechts gucken. Kommt nichts. Oh, es wackelt aber hier ganz schön. So, ja, und ihr wisst, ne, ihr seht es am Lenkrad, der Ram fährt leider ohne Lenkrad. Ja. Ich denke mal, das wird sich auch in der Zukunft ändern. Ich habe da jetzt noch nicht was ins Auge gefasst, was ich mir da holen werde, aber es ist auf jeden Fall dann deutlich angenehmer mit Lenkrad zu fahren, als hier ständig hin und her zu wackeln. So, abbremsen. Wo müssen wir lang? Hier runter. Okay, kommt was? Nein. Kommt hier was? Nein. Okay, dann. Uiuiui. Okay. Ja. Und jetzt sind wir schon auf dem Weg zum Sägewerk. Ich bin gespannt, wie viel Geld wir dann für unseren Anhänger bekommen werden und natürlich auch, wie viel Geld wir dann vom Zug erhalten werden. So, da sind wir. Nee, sind wir schon da? Nein, noch lange nicht. Ach, Transportfirma, okay. Wollte gerade sagen. Okay. Dezent zu früh gefreut. Ja, und wie viel das Ganze dann geben würde, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren, wenn das heißt, wieder Ram verspricht sich andauernd, Ram baut Scheiße, Ram fährt irgendwie Kacke mit den Traktoren hier rum. Und ja. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch und sage an der Stelle Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao und Baba.